Hallo und ein Gruß, der von Herzen kommt. Ich bin Ingeborg Brüning, eine Pfarrerin im Ruhestand und möchte gerne mit Ihnen, mit euch ein paar Gedanken teilen. Wir befinden uns mitten in der Passionszeit. Das ist die Zeit, in der wir besonders an den Weg von Jesus durch Leiden und Kreuz denken. Mitten also in dieser Passionszeit befindet sich der Sonntag Laetare, auf Deutsch Freut euch. In diesem Jahr ist es der 22. März. Was ist denn das für ein Sonntag? Mittendrin in der Passionszeit der Impuls Freut euch. Dahinter stecken kluge Gedanken. Denn wenn du die Halbzeit der Passionszeit überschritten hast, dann kommt ja schon Ostern in den Blick, das Fest der Auferstehung, das Fest des Lebens. Da ist schon die Vorfreude auf das neue Leben angelegt. Zur Erklärung: Wenn zum Beispiel Getreidekörner ausgesät werden, dann freut sich der Landwirt schon auf die Ernte und auf die vielen neuen Körner, die da entstehen werden. Er ist nicht traurig, weil die Saatkörner sterben werden. Er freut sich vielmehr darauf, dass aus den Saatkörnern neues Leben hervorgeht. Genau dieses Bild benutzt auch Jesus, um den Sinn seiner Lebenshingabe zu erklären. Jesus geht durch schweres Leiden, durch Kreuz und Tod hindurch, aber daraus erwächst neues Leben. Wieso? Wie das? Alles geschah für uns, aus Liebe zu uns, um uns ins Leben zu holen. Gott hat da einen Weg gewählt, der uns in einer unbeschreiblich tiefen Weise mit Gott verbindet. Jesus gibt Hoffnung auf neues Leben. Darum, Laetare, freut euch. Mit Hoffnung im Herzen können wir weitergehen. Ohne Jesus würde uns aber die Hoffnung fehlen, die Hoffnung auf ewige Geborgenheit. Uns selber können wir diese Hoffnung ja nicht geben. Und weil er da ist, auch wenn wir selber ganz unten sind, können wir ihm unsere Not, unsere Schuld und unsere Sehnsucht anvertrauen. Wir können ihm erzählen, wie es uns geht. Wir können ihn bitten, uns all unsere Schuld zu vergeben. Wir können ihn bitten, uns bei ihm ewige Geborgenheit zu schenken und Heimat. Und nun erzählt uns dieser Sonntag Laetare, dieser Sonntag Freut euch, dass wir getrost schon bis Ostern blicken können, bis hin zum neuen Leben. So wie Jesus neu ins Leben gegangen ist, will er auch dich und mich mitnehmen ins Leben. Er schenkt uns Hoffnung. Und da kommt nun wieder die Freude. Mit diesem Herrn verbunden zu sein, das gibt Freude. Das gibt Hoffnung im Herzen. Darum, geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen. Du wirst niemals alleine gehen. Das war eben ein Zitat aus dem Lied »You'll never walk alone«, das ja auch die Hymne vom FC Liverpool ist. »You'll never walk alone«. Am Freitagvormittag vom 20. März haben 180 europäische Radiosender gleichzeitig dieses Lied gespielt und haben damit in Corona-Zeiten ein Zeichen der Solidarität gesetzt. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Gefreut habe ich mich auch über Jürgen Klopp, den Trainer vom FC Liverpool. Jürgen Klopp hat deutlich gemacht, was in diesen Tagen wichtig ist. Er hat den Fußball relativiert und er hat zum Gebet aufgerufen, und zwar zum Gebet für alle, egal ob sie sonst für den eigenen oder gegen den eigenen Verein spielen. Und dass er selber betet
für die Leute mit Corona, hat er gesagt. Jürgen Klopp, die Betroffenen und diejenigen, die noch krank werden, sind in unseren Gebeten. You'll never walk alone. Das ist in diesen Zeiten gut zu wissen. Du gehst nicht allein. Du gehst nicht allein, weil Jesus bei dir ist. Von ihm her hast du Hoffnung im Herzen. Und du bist auch mitmenschlich nicht allein. Auch wenn es vielleicht ein wenig schwer zu verstehen ist, dass Abstand halten ein Zeichen von Liebe und Fürsorge ist. Wir sind es gewohnt, uns zu versammeln, auch zum Gottesdienst, uns die Hände zu schütteln, uns zu umarmen. Social Distancing heißt nun das neue Schlagwort. Aber räumlich Abstand zu halten bedeutet ja nicht, dass wir uns voneinander distanzieren, sondern nur, dass wir einander vor Ansteckung behüten wollen. So geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen. Du wirst niemals alleine gehen. Und sei gesegnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Damit verabschiede ich mich von dir, von Ihnen. Alles Liebe, Ingeborg Brüning.